Zuschauer, wir machen weiter mit einer Reaktion aus dem politischen Raum auf das Klimapaket der EU-Kommission. Am Rande seiner sogenannten Küstentour hat sich heute Grünen-Chef Robert Habeck dazu geäußert. Die EU-Kommission hat das Programm Fit for 55 vorgestellt, ein durchaus großes Werk, 1000 Seiten ungefähr, 12 verschiedene Legislativakte als Vorschläge, wie Europa fit für eine Reduktion von 55% CO2 in 2030 werden soll. Es gibt verschiedene Dinge dazu zu sagen. Erst einmal gut, dass das Programm da ist, und das macht erstmal einen enormen Unterschied zu Deutschland aus. Deutschland hat ja ebenfalls Reduktionsziele beschlossen, die Bundesregierung bekanntermaßen leider ohne grüne Beteiligung -65% bis 2030 und dann -88%, also knapp 90% in 2040, also ambitioniertere Ziele als der Gesamt-EU-Raum. Wir haben ja diese Debatte in Deutschland. Die Erhöhung der CO2-Bepreisung ist allen, glaube ich, inzwischen in Erinnerung und im Bewusstsein, aber wir müssen zugeben, dass die Erhöhung von Verbraucherpreisen beim Tanken und beim Heizen eine und mitunter dramatische soziale Auswirkung hat. Also braucht es einen sozialen Ausgleich. Unser Vorschlag ist ja, das gesamte Steuergeld an die Menschen zurückzugeben, indem entweder oder zunächst einmal die EEG-Umlage im gleichen Umfang abgesenkt wird, bis das System für ein Energiegeld aufgebaut ist, und dann kriegen die Menschen das Energiegeld, eine Art Energiegrundeinkommen pro Kopf, wieder ausgezahlt. Dieser Vorschlag fehlt bei den Legislativakten der Europäischen Union. Wenig überraschend, denn die Europäische Union hat im Bereich der Sozialpolitik und der Steuerpolitik ja keine Kompetenz. Aber das kann nicht das letzte Wort sein. Wenn wir keinen sozialen Ausgleich schaffen, und der vorgeschlagene Sozialfonds ist nicht ein sozialer Ausgleich für alle Bürgerinnen und Bürger, dann wird die Erhöhung von Benzinpreisen bzw. von Heizkosten zu erheblichen sozialen Problemen führen. An der Stelle muss dringend nachgebessert werden. Der einfachste Vorschlag wäre, die Gelder gehen jeweils an die Staaten zurück und die werden verpflichtet, es auszuzahlen nach unserem Modell, oder wenn sie ein anderes haben, dann nach einem anderen Modell. Aber das ist sicherlich der größte Hinkefuß in dieser Debatte, dass dieser Vorschlag nicht sozial ausgewogen ist. Wie gesagt, das kann die Europäische Kommission auch nicht machen an der Stelle, weil sie die Kompetenz nicht hat. Aber das darf nicht das letzte Wort sein. Wir brauchen einen umfassenden Wechsel der Politiksysteme und einen sozialen Ausgleich, wenn die CO2-Preise das Hauptregulativ sind, um CO2-neutral zu werden.